In diesem Video zeige ich euch, wie ihr türkischen Bulgursalat ganz einfach selbst zubereiten könnt. Dazu braucht ihr ganz viele Zutaten, die ich euch hier zeige. Zum einen Lauchzwiebeln, Paprika, Salat, Gurke, Tomatenmark, Bulgur. Ihr nehmt euch eine Schüssel, da gebt ihr 2 Tassen Bulgur hinein für ca. 4 bis 6 Personen. Dann füllt ihr das Ganze mit kochend heißem Wasser auf, bis das Wasser über dem Bulgur sozusagen 1 cm drüber steht. Lasst das Ganze mit einem Deckel auf der Seite liegen. Jetzt geht's ans Schnibbeln von den Gurken, von der Paprika, dann den Lauchzwiebeln, Petersilie und Salat und natürlich alles, worauf ihr Lust habt. Ich dünste hier mit Olivenöl noch ein paar Zwiebeln und die Paprika an. Anschließend gebe ich Tomatenmark hinzu. Ich würde jetzt mal sagen 1 bis 2 Esslöffel. Dann, damit das Ganze noch ein bisschen leckerer schmeckt, gebe ich noch Ketchup hinzu. Aber das ist sehr individuell gestaltbar. Das Ganze bei mittlerer Hitze kräftig umrühren, dann kommt auch schon der Bulgur hinzu. Dadurch, dass der schon ein bisschen verklebt ist, einfach mit dem Löffel, so wie ihr das sehen könnt, auseinanderzuzeln. Durch das Umrühren des Bulgurs mit dem darin enthaltenen Ketchup und Tomatenmark bekommt euer Salat jetzt endlich die richtige Farbe und wird richtig schön rot-orange. Als nächstes vermenge ich alle Zutaten miteinander und würze das Ganze noch mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Olivenöl und etwas Zitronensaft. Und so sieht dann der fertige Bulgursalat aus und ich finde ihn unfassbar lecker, der geht super schnell und einfach und ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.